Willkommen bei Mimi und Wessi. Ich habe mich jetzt entschlossen, euch doch das große Bäumchen noch zu zeigen. Es ist vielleicht anders, wenn man es sieht, als wenn man das bloß gesagt kriegt. So, ich habe ja gesagt, die Zweige, die legen wir außenrum. Erst einmal unser Papier drauf. Das habt ihr ja schon gesehen im anderen Video, wie ich das da rumschlinge. Und jetzt nehme ich mir so Zweige und lege die so außenrum. Thuja, Blaubeer von Sträuchern, die ich so entdeckt habe beim Spazierengehen. Das halte ich dann immer mit den Fingern so fest und fixiere das noch nicht mit Draht. Wieder Zweigle von Blaubeeren und von dem Geäst. Dann wieder Thuja, dass man die Zeitung quasi nicht so sieht. Schön da außen rum. Von unserer Beere. Wieder ein Ästle. Und dann wickel ich das in der Mitte. Draht rum, mit den Finger festhalten und rum. Dann legen wir das drauf auf den gewickelten und bestücken die andere Hälfte. Ich sage immer, schneidet, wenn ihr Hecke habt, nicht so bald. Dann könnt ihr für die Bastelarbeiten euer eigenes Material benutzen, wie ich das hier mache. Immer schön festhalten. Und jetzt kommen die Blaubeersträucher wieder im Einsatz. Schön ist, wenn die keine Blätter mehr haben. Und wieder fixieren mit unserem Draht. Am besten zweimal rum, bevor es dann weitergeht. Der ist ein bisschen lang, den zwicke ich da gleich ab. Das sehe ich, sieht man noch ein wenig Zeitung durch. Das beheben wir auch gleich mit unserer Thuja. Zweiglich. Und noch einmal zweimal im Kreis. Eins, zwei. Und schon können wir dann weitermachen. Hoppala, mein Töpfchen umgeschmissen. Dieses hier mit Moos zu ummanteln. Wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr natürlich auch noch Eukalyptus mit einbauen, den ich auch im Garten habe. Und könnt ihr dann da so im Draht mit reinstecken. Mache ich hier die unteren Blätter weg und dann lässt sich das da schön noch mit dem Draht reinstecken.
Ihr wisst ja selber, was für Materialien, dass ihr so findet auf eurem Weg und was euch gefällt. Jetzt haben wir hier die Spitze, jetzt nehmen wir unser Moos. Legen das da an. Wenn da noch ein wenig so reisig drin ist, das kann man rauszupfen, bevor wir das dann mit unserem Draht befestigen. Oder wir lassen es drin, jedem so, wie es dann wieder gefällt. So, jetzt kommt wieder unser Bindedraht in Einsatz. Oben halten wir es wieder schön zusammen, dass wir eine schöne Spitze hinbekommen. Und wickeln einmal nochmal zurück. Unseren Draht schneiden wir dann ab mit unserem Seitenschneider und befestigen das wieder an einen Draht, den wir rumgewickelt haben, indem wir das rumschlingen. Das verknoten wir, dass es nicht aufgeht. Und um den Ästchen rum. Die Spitze nach innen biegen, dass wir uns nicht stechen. So. Jetzt haben wir quasi unser Bäumchen soweit fertig. Sauerei habe ich auch schon gemacht da. Ist aber nicht so schlimm. Es gehört zum Basteln dazu. Und jetzt stecke ich das. Hier hinein und verkleide den Schwamm, den man jetzt hier sieht, natürlich mit Moos. Das schneide ich mir jetzt mit meiner Schere hier ein bisschen ab. Und dann kann ich das schön außenrum kleiden. Soweit ist es jetzt fertig. Entweder ihr schmückt den jetzt aus, macht eine Lichterkette dran oder lasst ihn einfach Natur dastehen. Ich würde sagen, es sieht beides schön aus. Gar nicht viel, bisschen. Und es passt. Da kann man auch so ein Sieseil oder Hanfseil rumwickeln, dass es noch wenig schöner wirkt. Ich mache da jetzt so ein Sternband rum. So wie ihr das halt haben wollt.
Ihr habt jetzt nochmal die drei verschiedenen Baumvariationen. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche euch wie immer einen schönen Tag. Tschüss, eure Mimi.